Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wissen Sie, was derzeit eine Eigentumswohnung oder auch ein Einfamilienhaus in Bregenz, Konstanz, Friedrichshafen, Füssen oder Ulm kostet? Wir zeigen es Ihnen heute bei unserem großen Immobilienpreisreport. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Immobilienpreisreport XXL. Die Top-Experten aus dem gesamten Sendegebiet von Bauen und Wohnen stehen Rede und Antwort zur Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt. Und zentral gesichert. Mit einem Netzwerkspeicher verwalten Sie Dokumente, Musik, Bilder und mehr und können von überall darauf zugreifen. Wir starten nun unsere Tour durch das gesamte Sendegebiet im ersten Teil des Immobilienpreisreports mit den aktuellen Preisen für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Für Einfamilienhäuser muss ich hier natürlich im Schussental schon die 500.000 mal annehmen im städtischen Bereich. In den ländlichen Bereichen oder dann zum Beispiel im Allgäu liegen wir vielleicht im Bereich von 400 plus x. Aber unter dem ist sicher momentan nichts mehr drin. Bei den Eigentumswohnungen sind natürlich die Preisentwicklungen verschieden, vor allem Neubau und Altbau. Der Neubau hat auch in den letzten Jahren etwa 15-20% am Preis zugelegt. Aufgrund von der Nachfrage, aber aufgrund von den verschärften Energieeinsparverordnungen, wo das Bauen einfach teurer machte. Und generell ist zu sagen, dass das Alter natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, eine ältere Wohnung ist sicher auch im Preisbereich zwischen 1.500 bis 2.000 Euro zu bekommen im Quadratmeter. Die Preise haben sich immer noch nach oben entwickelt in der letzten Zeit. Ich habe hier auch mal die Zahlen rausgelassen. In der letzten 12 Monate war es jetzt in Konstanz 6,4% hatten wir noch Steigerung bei den Wohnungsverkäufen und in Radolfzell waren es noch 6,1% in den letzten 12 Monaten. Es hat ein bisschen nachgelassen zu 2014. Ein bisschen in Konstanz waren wir früher bei 11,4%, bei Radolfzell 8%. Also eine kleine, nicht mehr gar so eine Steigerung, sage ich jetzt mal. Aber die Preise gehen immer noch nach oben. Ja, für den ist der Markt sehr positiv. In Ulm war die Preisentwicklung so, dass es fast stagniert hat, also minimalst um 1% rum. In Neu-Ulm war der Preisanstieg noch leicht da mit 2-3%. Sie steigen, die Baupreise sind insgesamt 15-18% gestiegen. Und von dem her, langfristig haben die Immobilien Perspektiven, jedoch natürlich nicht von heute auf morgen, wie oft in den Metropolen. Ja, vom vergangenen Jahr, also von Anfang 14 bis jetzt war die Preisentwicklung an und für sich relativ steil noch, wobei wir jetzt langsam merken, eine Abflachung dieser Entwicklung. Im Bereich der Eigentumswohnungen hatten wir insbesondere in ganz tollen Seesichtlagen eine Preissteigerung zu verzeichnen und auch in den guten und sehr guten Lagen im Einfamilienhausbereich sieht man ganz deutlich oder sah man ganz deutlich Preissteigerungen. Da war es dann so, dass man so den Eindruck gewonnen hatte Ende des Jahres, dass wir dann am Peak angelangt sind und die Preisobergrenze im Bereich der insbesondere Einfamilienhäuser in guten Lagen erreicht ist. Jetzt durch den Negativzins zeigt sich deutlich wieder ein Druck auf den Markt und auch da merkt man, dass die Preise doch noch mal ein bisschen anziehen jetzt. Die Preise sind noch mal gestiegen um ein paar Prozentpunkte. Allerdings steht dagegen der niedrige Zins und ich kann da zusammenfassen, noch nie war eine Immobilie, wenn man finanzieren muss, so günstig wie heute. Spannende Aussagen unserer Experten zur aktuellen Immobilienpreisentwicklung. Wir gehen nun noch ein bisschen ins Detail und beginnen im Allgäu. Hier liegen die Kaufpreise für Einfamilienhäuser bei den Bestandsimmobilien zwischen 250.000 und 1,5 Millionen nach oben. Für Liebhaberstücke gibt es natürlich keine Grenzen.
Bei den Eigentumswohnungen müssen Sie beim Kauf pro Quadratmeter mit 1.400 bis ca. 2.600 Euro rechnen. Vom Allgäu geht es weiter an den Bodensee und Sie sehen, hier ziehen die Preise schon mächtig an. Im Bereich Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen kostet ein Einfamilienhaus je nach Lage zwischen 200.000 und 2,5 Millionen Euro. Liebhaberstücke werden derzeit aktuell zwischen 3,5 und 5 Millionen Euro gehandelt. Bei den Eigentumswohnungen haben Sie einen Quadratmeterpreis zwischen 1.300 und 8.000 Euro in Konstanz. Konstanz, die derzeit teuerste Stadt am Bodensee. Die letzte Station für uns in diesem Durchgang ist Vorarlberg. Hier müssen Sie bei den Einfamilienhäusern pro Quadratmeter mit einem Kaufpreis zwischen 2.200 Euro und 3.200 Euro rechnen. Eigentumswohnungen gibt es zum Quadratmeterpreis zwischen 1.400 und 2.700 Euro, natürlich immer je nach Lage. Liebe Zuschauer, das war der erste Durchgang des Bauen und Wohnen Immobilienreports. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit dem Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp und der aktuellen Entwicklung beim Mietpreismarkt. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Funktioniert nicht immer. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstele in Friedrichshafen. Fliesen-stele.de. So könnte auch Ihre Wohnung aussehen. Mit Riga Raumdekor. Ihr Gesamteinrichter vom Boden bis zur Decke. Ob jung oder alt, wir renovieren Ihre Wohnung. Auf Wunsch auch seniorengerecht. Schlüssel übergeben und wohlfühlen. Alles aus einer Hand. Riga Raumdekor in Sigmaringen. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Gleich geht es bei uns weiter mit dem großen Immobilienpreisreport. Vorher noch der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp zum Thema Netzwerkspeicher. Viel Spaß! Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm. Erinnerungsfotos, Bewerbungsunterlagen oder die Lieblingsmusik. Die meisten unserer Dokumente und Dateien haben wir heute digital gespeichert. Ihr Verlust wäre in vielen Fällen fatal. Im Zeitalter moderner Technik muss das aber nicht passieren. Sogenannte Netzwerkspeicher sind das perfekte Zuhause für unsere wichtigsten Unterlagen. Die Sicherheit heißt im Endeffekt, das Schöne, Cloud-Systeme kennen wir. Wir haben aber diese Cloud tatsächlich dann zu Hause bei uns. Wenn wir das Gerät vom Strom nehmen wollen, können wir das. Wenn wir darauf zugreifen wollen, können wir über eine gesicherte Leitung über das Internet auch darauf zugreifen. Auch das geht. Im Heimnetzwerk können auch die Geräte darauf zugreifen.
die gehören ja auch unserem einen selbst. Egal wo man ist, mit jedem PC und Notebook und sogar mit dem Fernseher und der Stereoanlage kann auf die Dateien zugegriffen werden. Auch das Speichern und Abspielen ist über verschiedene Apps von überall möglich. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wurde Ihnen präsentiert von Mediamarkt aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm. Der Netzwerkspeicher für zu Hause, eine sinnvolle und gute Investition. Bei uns geht es nun weiter mit dem großen Bauen und Wohnen Immobilienreport und zwar mit den aktuellen Mietpreisen. Bei den Mietpreisen ist die Entwicklung natürlich ähnlich. Wir haben in Ravensburg einen Durchschnittsmietpreis von momentan ca. 8 Euro der Quadratmeter, wobei das natürlich sehr unterschiedlich ist. Kommt auf Größe und auf Alter der Wohnung an. Im Prinzip kann man sagen, je neuer, desto teurer und je kleiner, desto teurer. Und der Preis ist natürlich regional wieder verschieden. In Ravensburg zahlt man sicher für eine Neubauwohnung im Preisbereich von 10, 11, sogar 12 Euro der Quadratmeter. In ländlichen Bereichen liegen wir hier sicher natürlich wesentlich drunter und können schon für 5, 6 Euro im Quadratmeterpreis einsteigen. Die Mietpreise sind auch gestiegen. Vor ein paar Jahren hat man eine Neubauwohnung zu, sagen wir mal, 6,50, 7 Euro vermietet. Da sind wir inzwischen bei roundabout 8 Euro. Aber die Preise, die jetzt neu aufgerufen werden für die Neubauwohnungen, die liegen ein wesentliches höher wie vor 3-4 Jahren. Das heißt, so proportional wie die Neubaupreise gestiegen sind, haben sich die Mieten nicht entwickelt. Bei den Mietwohnungen ist es so, wir haben ein Angebot, das ist zwar, sage ich mal, nicht so groß wie die Nachfrage, auch hier gilt wie beim Verkauf, in Ulm haben wir eine leichte Stagnierung von der Mietpreissteigerung von 2014 zu jetzt, ja. Und in Neuem ist noch leicht eine Erhöhung drin gewesen. Bei den Mieten ist es so, dass erstaunlicherweise die nicht analog oder parallel sich genauso stark entwickeln. Also in Lindau beispielsweise haben wir im Wohnungsbereich, liegen wir so ein bisschen also im normalen, also es ist in guten Lagen, bei 10 bis 13 Euro. Das ist im Verhältnis zur Preissteigerung eigentlich noch günstig. Ja. Sesiglagen vorne, absolute Toplagen, da sind die Preise bei 16 bis 20 Euro im Quadratmeter. Bei den Mietwohnungen ist es an und für sich fast gleich wie bei den gekauften oder Eigentumswohnungen. Auch hier hat eine Preissteigerung stattgefunden, die an und für sich jetzt in den letzten Jahren sehr steil war. Auch hier glauben wir aber, dass sich im Laufe dieses Jahres die Sachlage wieder beruhigt. Konstanz haben wir jetzt zum Beispiel eine durchschnittliche Miete mit knapp 11 Euro, ja, und in Radolfzell im Schnitt so 8,40 Euro. Ja. Auch hier ist der Trend immer noch in den letzten 12 Monaten in Konstanz knapp 3% Steigerung und in Radolfzell gleichbleibend. Wenn die Preise steigen, beim Kauf der Wohnungen, Häuser steigen auch die Mietpreise. Das wird so bleiben. Allerdings vielleicht tendenziell zusammenfassend möchte ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwo ein Punkt erreicht ist, wenn die Zinspolitik sich wesentlich verändert, dass die Preise jetzt irgendwo stagnieren und das für die nächste Zukunft, nähere Zukunft so bleiben wird. Wie bei den Kaufpreisen für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen haben wir auch hier wieder eine Detailgrafik für Sie vorbereitet. So müssen Sie zum Beispiel in Bregenz mit einer Miete zwischen 6,80 Euro und 11 Euro rechnen, in Ulm teilweise bis 21 Euro, in Füssen mit 11 und in Ravensburg mit bis zu 10 Euro. Liebe Zuschauer, am Ende noch ein Tipp von unseren Experten. Wenn Sie eine Wohnung kaufen wollen, holen Sie sich einen Experten dazu, der die Wohnung bewertet. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause und dem großen Immobilienpreisreport. Ihnen noch einen schönen Abend, bis kommende Woche. Tschüss! Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.